Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. Na, okay, wir haben ja noch eine Bombe zu entschärfen, beziehungsweise entschärfen zu lassen. Patsy ist auch wieder mit dabei. Genau. Alles gemütlich. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht jetzt irgendwie entkommen und das mit dem Steinbruch auch schaffen. Und ich vielleicht mal darauf achten soll, dass oben ein Zeitlimit läuft. Scheiße! Die Verdrahtung ist zu kompliziert. Let's go, diesmal begleite ich dich. Ja. Also sind wir tot? Ich kann es verzögern, mehr nicht. Wir müssen hier schleunigst weg. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Jetzt machen sie schon. Spinnst du? Wir haben keine Zeit. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Ich würde gerne... Jetzt machen sie schon. Mal einsteigen, bitte, Moment. Liebes Spiel. Danke. Müll, den ich loswerden muss. Wo kann ich den am schnellsten entsorgen? Sehe ich aus wie Google Maps? Menschen den Schützen habe ich ausgeschaltet. Gut. Her mit den Koordinaten, Cortana. Alles klar. Uiuiui. Okay. Okay, da ist der Steinbruch. Müssen wir da aussteigen? Ja. Okay. Du kannst jetzt schon mal. Geben wir Gas. Krass, das ist geil. Das war... Das war viel zu knapp. Huh. Das war ein Erlebnis. Schön, dass der Bolivienurlaub Sie nicht verweichlicht hat. Der Schreibtisch scheint Ihnen auch nicht geschadet zu haben. Wir halten Kontakt. Griffin, Ende. So, alles klar. Optische Tarnung. Ah, cool. Ja. Gute Arbeit, alter Hase. Sie haben ein ganzes Dorf gerettet. Wie ein echter Held. Sie können das nächste haben, Junge. Ist mir recht. Weiß nicht. Das war echt knapp. Es hätte uns fast erwischt. Vielleicht bin ich nicht dafür geschaffen. Risiko gehört zum Spiel. Sie haben den Auftrag erledigt. Das zählt. Keine Sorge, es wird noch genug Gelegenheiten geben, sich zu beweisen. Puh, so, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch noch hingekriegt. Schau dir das mal an. Ich bin unsichtbar. Richtig cool. Nett. Ja, optische Tarnung. Cool, cool, cool. Da unten rennen aber Leute rum, von wegen, der ist unbewohnt, der Moment. Da bei den Containern. Ja. Ja, ja. Ja, gut, das waren halt. Man muss halt kalkulieren, was ist schlimmer, ne? Genau, Kollateralschaden, mein Gott. So, dann können wir tatsächlich mal gucken. Ja, gut, das haben wir, glaube ich, auch soweit schon. Angriff. Als wenn, das ist schon, das ist dann Ende, das wollen wir noch nicht. Pupo. Warte mal, wir hatten doch noch irgendwo... Ich gehe mal wieder auf Maustastatur, das ist etwas angenehmer. Es war doch noch irgendwie noch so ein Spezialeinsatz. Genau, Silence Bait haben wir jetzt. Oracle hätten wir noch. Das sind auch wieder zwei Akten. Aber das können wir zumindest schon mal anfangen. Jawohl. Ah, das ist das da unten. Okay. Bergen Sie Bowmans Paket. Nomad, ich habe etwas für Sie. Ein Paket. Ich gebe Ihnen die Koordinaten durch. Wenn Sie dort sind, rufen Sie mich an. Ich erkläre Ihnen dann alles. Ah, 7 Kilometer. Können wir tatsächlich mal hinfahren. Ein bisschen was Beruhigenderes. Genau, nach dem ganzen wieder. Stress hier. Stress ist nicht gesund, PC. Ja. Habe ich mir auch sagen lassen.
Es erinnert mich jetzt hier auch an die eine Stelle von Cyberpunk, wo du in so einer Müllhalde landest, ist halt auch so ewig viel. Und du bleibst da auch an jedem verdammten Müllsack mit dem Auto hängen. Hast du Cyberpunk durchgespielt? Ja. Ah ja. Kann ich aktiv mitbekommen. Mhm. Ach, ja, ich schaue mir gar nichts von Cyberpunk an, weil ich es eventuell selber noch spiele. Ja, deswegen, ich habe auch im April erst angefangen mit. Muss aber auch sagen, es hat sich gelohnt. Also April 2021. Es hat sich halt gelohnt, so lange zu warten. Weil so was ich am Anfang mitgekriegt habe, war das ja selbst auf dem PC sehr, sehr unschön gewesen. Ich hole mir halt die Next-Gen-Generation-Version, will ich. Und das dauert ja noch ein wenig anscheinend. Ja. Ja, vielleicht ist dann sogar der erste DLC schon mit drin. Ja. Es war ja tatsächlich für mich günstiger, momentan eine Xbox Series X zu kaufen, anstatt eine Grafikkarte abzugraden. Ja, das ist. Grafikkarten halt 1000 Euro kosten, so. Plus, ja, das ist halt das Problem. Aber ja, es ist. Dann bräuchte ich eine Catchback-Hub für die Konsolen. Ich werde dann halt eben an den Controller halt gebunden und deswegen. Ey, verstehe ich total. Ja. Dafür habe ich halt innerhalb des Jahres alles andere abgegradet bei mir. Neuer Prozessor, neues Handy, neues Tablet, neuer Laptop, neuer Was RAM. Was für ein Tablet hast du dir geholt? Das Samsung A7. A7? Ja. Ich hatte kurz überlegt, das S6 mit dem Pen zu holen, aber das wären dann nochmal 100 Euro mehr gewesen. Da habe ich mir gedacht, das ist es mir dann doch nicht wert. Hat das A7 OLED-Display? Ich glaube sogar schon. Okay. Oder das hatte, oder? Ja, ich glaube, das hatte. Ich müsste aber tatsächlich nochmal nachgucken. Oder das hatte TFT und das war halt der Unterschied, dass es halt, dass das S6 dann OLED hatte und den Pen für halt eben 100 oder 150 Euro mehr. Ich glaube, so ist es irgendwie. Ja. Ich habe meinen Vater jetzt zu Weihnachten ein Tablet gekauft. Mhm. Kommt der dann? Natürlich für uns morgen, aber... Genau, ja. Oder es hört zufälligerweise jemand am 23.2022. Genau. Ja. Aber da ich ja mir vorgenommen habe, ich veröffentliche die Folgen jetzt wirklich erst, wenn wir komplett durch sind. Oh. Montreal ist Santa Blancas wichtigstes Ausbildungsgebiet. Sie betreiben viele paramilitärische Trainingskämpfe in dieser Provinz. Mit Rekruten aus ganz Südamerika. El Muro nimmt ordentlich Geld in die Hand, um Leute mit Special Forces Hintergrund für die Ausbildung der Rekruten zu gewinnen. Was Wichtiges passiert? Der Ausbilder soll ein neues Gebiet. Ach. Aber mehr wissen wir nicht. Sie müssen Informationen über das Ausbildungsprogramm beschaffen. Und den Ausbilder identifizieren. Verstanden, Baumann. Wieder Richtung wird Gebirge. Gemacht. Mhm. Stimmt, da müssen wir jetzt, glaube ich, hier auch noch einen Story-Auftrag für das Gebiet kriegen. Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich habe mir dann ja eh vorgenommen, nach dieser ganzen langen Pause, dass ich dann jetzt nicht nochmal irgendwie das so stückchenhaft machen werde, sondern wirklich das Ziel, also wie gesagt, wir haben jetzt schon, also es werden die Zuschauer nicht mitgekriegt haben oder kriegen es nicht mit, aber es sind jetzt hier tatsächlich schon zwischen den Folgen teilweise ein paar Monate Pause drin gewesen, von daher, das ziehen wir jetzt halt, also wir machen es jetzt halt in aller Ruhe fertig und dann wird es, wenn alle Folgen fertig aufgenommen werden, wird es veröffentlicht und hochgeladen veröffentlicht, genau. Von daher. Heute wieder schön 3 Stunden aufgenommen. Genau, das hat es ja auch wieder bemerkbar gemacht. So macht man das jetzt bei jeder Session einfach, 3-4 Stunden durch. Genau, dann kommen wir auch voran. Wie gesagt, so viel. Ich glaube, wir haben jetzt ja 2 Gebiete haben wir ja schon komplett befreit und ich glaube, bei den anderen sind wir jetzt so bei 70, 80. Ich kann ja tatsächlich mal gerade nachgucken, während du fährst. Einmal ganz raus. Genau, 72% Sicherheit und 74% Schmuggel haben wir schon erledigt. Das sind jetzt noch 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus, also 8, also mit dem Zusatzauftrag 8 Storylines noch plus dann im Endeffekt ist den Schluss, aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, das eilt ja alles nicht. Hola, compañero. Saludos, camarada.
Gut. Schauen wir mal rein. Einen neuen Bildhinweis. Zugangskarte zum unterirdischen Forschungskomplex. Geldhack-Ingenieur gefangen genommen. Er hat Kenntnis von sensiblen US-Industriegeheimnissen, die besser geheim bleiben sollten. Er befindet sich in einer unterirdischen Unidad-Forschungsanlage. Die Karte öffnet die Sicherheitstür. Auf Ihrer Karte finden Sie den Standort der Anlage. Sie und Ihr Team müssen ihn da rausholen. Schaffen Sie das? Nur da rausholen? Schon erledigt. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Melden Sie sich, wenn Sie den Ingenieur haben. Bowman Ende. Alles klar. Das in dem Bergkomplex drinnen? Ich würde ja sogar fast sagen, ja. Ingenieur zu weit vorgewagt und jetzt hat ihn die Unidad. Wir müssen ihn rausholen. Das hat man selten in dem Spiel, oder? Dass man da nur in einem Gebäude sozusagen ist. Wer ist das? Nur einer der klügsten und reichsten Männer des Planeten. Skelltech verdanken wir den Großteil unserer Gadgets. Wenn er so reich und clever ist, warum braucht er dann uns zum Aufräumen? Mann, sei froh, dass er uns nicht durch Roboter ersetzt hat. Vogel, 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 Vogel. Ja, Mist. Nicht erwischt. Nee. Ich hatte aber tatsächlich mit Kaelin auch eine Mission gehabt, wo wir dann auch so eine unterirdische Basis hatten von Unidad. Ah, ja. Die war auch ziemlich heftig. Oh, das war etwas zu früh. So. Hey, zumindest bin ich weich gelandet. Ich lieg nur unterm Hubschrauber. Ja, ja, genau. Da wäre die Kufen nicht so betätigt, das ist schon okay. Das passt schon. Ah, Mondo, ich glaube, hier war auch eine ziemlich coole Sniperwaffe. Ich glaube, wir müssen auch generell mal so ein bisschen auf Jagd wieder gehen. Sachen einsammeln und so. Hier ist eine Waffenkiste. So, neuer Schaft. Aber schau mal, ich bin dauerhaft unsichtbar. Ja. Vielleicht soll ich die auch mal aktivieren. Truppenwiderstand, ja. Kisten, neue Objekte freischalten. Das ist bei der taktischen Ausrüstung dann bestimmt, oder? Nee, bei Outfit tatsächlich. Da musst du einfach von Ghost Recon das Aussehen nehmen. Ah ja. Ja, mache ich dann vielleicht nach der Folge mal. Mal irgendwann in Ruhe. Hier scheint es reinzugehen. Genau, das sieht so aus. Na dann. Möp. Warte mal, kann ich eigentlich on the fly meine Ausrüstung wechseln? Ja, kannst du, ja. Weil dann hole ich mir, glaube ich, für hier drin wirklich mal vielleicht ein schallgedämpftes Maschinengewehr. So, Schulterstütze ist okay. Dann Schalldämpfer bitte drauf. Und Leuchtpunkt bitte. Okay. Hier sind keine Gegner drinnen. Okay. Praktisch, aber hier ist Loot. Unterhalb wahrscheinlich. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das haben sie ja, glaube ich, auch erst später reingepatcht, dass man halt, wenn man im Trupp ist, nicht alles alleine
aufsammeln muss. Ja, das war früher, jeder hat das machen müssen. Ja, ich erinnere mich noch dran. Hey, da ist was. Oh, dann kommen wir jetzt aber auch alle mal hergestiefelt. Oh. Momente. Ein Bildhinweis. Okay. Das scheint aber oben drüber zu sein, ne? Oder unten drunter. Ja, wahrscheinlich. So. Ingenieur. Können wir eigentlich hier weiter? Nee. Momente. Ja, kein Problem. Ah. Ja, wie gesagt, hier so eine Basis war das, ja. So, dann holen wir uns auf jeden Fall mal hier noch gerade die Dinger. Punkte, Punkte. Das ist auch wieder eins höher oder tiefer. Ist doch eine Falle, dass wir da durchgehen. Das umgehe ich, diesen Scan. Ja. Wir scheinen Glück zu haben. Wissenschaftler leben noch, sie sind nur bewusstlos. Mhm. Tot sind nur die Unidad-Soldaten. Also dürfte uns aber noch leben. Scheiße. Wie sollen wir ihn in dem Durcheinander finden? Wir suchen, Dumpfbacke. Hm. Wir haben hier hinten aber, glaube ich, noch Loot. Moment, an der kommen wir aber nicht, oder? Ich hab das Gefühl, diese Dinger ticken auch gerade etwas schneller. Hier geht's nicht weiter. Mhm. Ja, schöne Aussicht. Extra Raum vom Praktikanten gemacht. Genau. Den Linien folgen wie im Krankenhaus. Ja. Aber ich frage mich, was halt hier durchgelaufen ist. Und ich meine, es sind ja Unidad, die ausgeschaltet haben. Also die ausgeschaltet wurden. Vielleicht haben wir einen Super Soldier. Das kann sein. Hier ist auf jeden Fall ein Dokument, Bildhinweis, Magnetkarte. Ah. Damit kommen wir sogar weiter tatsächlich. Praktisch. Seht euch das an. Großes Kaliber. Die Jungs wollten Nägel mit Köpfen machen. Hm. Hm, okay. Was geht immer noch weiter? Wer war denn das? Ja. Oh, noch mehr Loot? Moment. Nächster Bildhinweis. Sehr gut.
Aber ja, ich bin halt auch echt ratlos, wie und was hier abgegangen ist. Hier geht's weiter. Klingt nach Gesellschaft. Ganz ruhig. Geh du vor mal. Ich bin hinter dir. Moment. Na dann. Schauen wir noch gerade rein. Was machst du denn hier? Bowman hat dich gar nicht erwähnt. Weil, unsere kleine harte Lady nicht weiß, dass ich hier bin. Sightseeing? Jagdausflug. Was jagst du? Einen sehr wichtigen Skelltech-Ingenieur. Daniel Rodriguez Arellano. Unser Freund hier hat Zugriff auf heiße Firmentechnologie, die die Regierung nicht teilen will. Und er verbringt verdammt viel Zeit in Bolivien. Er ist vermutlich nicht wegen der Kultur hier. Er hat der Unidad Geheimnisse verkauft. Also sollten wir beide uns mal unterhalten. Unser Auftrag lautet, den Mann vor der Unidad zu retten. Hör zu. Ich könnte jetzt auch den ganzen Tag was vom Pferd erzählen. Bowman, sie ist mein eigentliches Ziel. Und obwohl die wissen, was er tut, beschützt sie den Mistkerl. Was macht er für sie? Ist Informant bei der Unidad. Das müssen ziemlich wichtige Geheimnisse sein, wenn du vom Plan abweichst. Sieht so aus. Fuck, sie sind hier. Hoch mit ihm. Geh! Kayate, wenn sie überleben wollen... Dann tun Sie, was ich sage. Seid ihr zwei fertig? Das habe ich fast geahnt, dass wir da raus müssen. Mhm. Aber cool, da haben wir jetzt hier das Crossover zu Breaking Point. Walker hat uns wohl was übrig gelassen. An die Arbeit, Leute. Typen! Wenn Sie es hier herausfinden wollen, dann halten Sie den Kopf unten. Alles klar. So, das können wir dann tatsächlich in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.